Am Morgen ging es zeitig als bei neu weg. Wir hatten ja fast 600 Kilometer vor uns, inklusive der Grenze. Und als erstes mal tanken und ein Frühstück an der Tankstelle. Denn für eine Strecke von 550 Kilometer gibt es normalerweise kein Benzin mehr. ...2015 war das noch eine üble Schotterpiste, nun ist es Asphalt und vor der Grenze sogar eine neue Tankstelle. Die Dinge ändern sich auch hier. Diese Radfahrer in den Ländern sind die wahren Helden für mich. Vorfahren für Motorradfahrer ist in den Ländern normal und es macht auch fast jeder Platz dafür. Grenze Kasachstan geschafft, nun kommt Usbekistan. Ich habe eine Drohne bei mir, was in Usbekistan streng verboten ist. Darum habe ich mir eine 40 Euro Billigdrohne mitgenommen, um die freiwillig abzugeben, damit die gute Drohne nicht gefunden wird. So, wir sind jetzt durch Usbekistan durch. Natürlich haben sie mir meine Drohne abgenommen, so wie ich das gedacht habe. Dafür habe ich ja die Billigdrohne gehabt. Aber dann auch haben sie nicht mehr weitergesucht. Wir haben fahren können. Die gute ist immer noch sicher bei mir. Die wäre allerdings in Usbekistan nicht auspacken. Das gebe ich mir nicht. Ja, wir haben jetzt Geld gewechselt, sind über die Grenze. Es ist mit unter 2 Stunden Flug gegangen. Und jetzt schauen wir, dass wir da rauskommen. Irgendwo Bildung stellen und dann weiter. Die Sache mit der Drohne würde ich nicht raten nachzumachen. Falls man doch erwischt wird, gibt es echt ernste Konsequenzen. Bis hin zu Gericht und einer Woche Hausarrest. Und auch auf jeden Fall Beschlagnahmung der Drohne. Die Straße war immer schon schlecht. Sie wurde aber nicht besser mit den Jahren, dafür war noch viel schlechter. Die Straßen ist scheiße. Es ist heiß und die Straße ist gar nicht mal so gut. Wir haben einen Platz gefunden für eine Pause und den werden wir jetzt auch nützen. Hä? Mit Sicherheit. Ischmotorräder, die laufen ewig und in diesen Ländern sowieso. Immer gut. Kurzer Schatten. Der einzige Schatten wird und wird. Hier haben Roland und ich 2017 übernachtet. Jetzt machen wir eine Pause. Und ein Paar aus Roland übernachtet hier auf der Reise. Da haben wir 2017 geschlafen. Simpel, aber voll okay. Und heute einmal eine Pause gemacht, Tee getrunken
hatten uns etwas regeneriert. Hat gut getan, ehrlich gesagt. War notwendig und jetzt geht's nach Mulnjak weiter. Die meisten Autos fahren hier mit Gas. Benzin kommt man selten und eher unter der Hand. Wie auch hier. Man fragt und der Tankwart kommt mit Kanistern Benzin. Die haben zwar nur 80 Oktan, aber immerhin, es ist Benzin. Nach Kundrat ging es weiter Richtung Mulnjak, zu den gestrandeten Schiffen am ausgetrockneten Aralsee. Aber es wurde langsam finster und die Straße war sehr schlecht. Damit war klar, wir drehen um. In der Nacht auf so Straßen fahren wir nicht. Und dafür suchen wir uns ein Hotel in der Nähe. Gut, die haben keine Zimmer, aber es war Versuch wert zu fragen. Egal, in 2,6 Kilometer ist ein Gasthaus. Da fahren wir jetzt hin und schauen, ob die was haben. Nein, das, was ich hätte, war in 800 Meter, aber wir können fragen, ob es da was gibt. Alles perfekt. Hotel gefunden, Essen bekommen und Bier getrunken. Besser geht's nicht. Heute ist ein gemütlicher Sonntag. Wir sind ja gestern nicht mehr zu den gestrandeten Schiffen gefahren nach Mulnjak, weil es zu finster geworden wäre und auf der Straße im Finstern, nein. Jetzt haben wir uns ein Hotel gefunden in Kundrat. Und wir haben dann beschlossen, also wir, der Reini und ich, wir fahren jetzt noch 100 Kilometer auf den Schiffsfriedhof, wir wollen uns das ansehen. Der Roland relaxt und bleibt da in dem Hotel und ist faul, legt sich quasi auf die faule Haut, während wir da Sightseeing machen. Wir kommen dann wieder zurück, das sind ja ca. 200 Kilometer hin und zurück, während dann den Roland aufgabeln, kurz noch Mittagessen machen, zumindest Tee trinken. Und dann 270 Kilometer bis Kiewa fahren. So wird es heute ausschauen. Englisch? Oh, Austria. Austria? Ja. Okay, you can park it. Mulnjak war früher eine Stadt, die vom Fischfang lebte und eine Fischindustrie hatte. Viele Menschen hatten hier Arbeit. Heute ist der See ausgetrocknet und 80 Kilometer entfernt und die Menschen sind weggezogen. Die Gegend ist auch von den Schadstoffen, die früher im Wasser waren, belastet. Das war mal der Aralsee. Da sind wir in Jack am ehemaligen Aralsee. Hat sich ausgezahlt, war schön. Schiffsfriedhof angeschaut. Ja, jetzt geht's zurück. Wir sind wieder zurück nach Kundrat ins Hotel, um Roland abzuholen und dann weiter nach Kiewa zu fahren. Aufgrund der schlechten Straßen haben wir allerdings für den Ausflug länger benötigt als gedacht.
und nach 150 Kilometer wieder eine kurze Teepause. Ja, wir haben dann eine Kanne Tee getrunken, Melonen dazu bekommen und gezahlt haben wir 50 Cent. Wir haben ein Trinkgeld natürlich gegeben auf 1 Euro, aber echt billig. Ja, und jetzt haben wir noch 120 Kilometer bis Kiewa. Wieder eine Pontonbrücke und die mit Stau kenne ich so nicht. Aber es wird die Brücke gewartet und daher zieht es sich. Es sieht schon danach aus, dass uns wieder einmal der Tag zu kurz wird für die Kilometer, die wir noch vor uns haben. Kiewa ist erreicht, jetzt müssen wir nur mehr unser Hotel im alten Stadtzentrum finden. Besser als jedes Navi sind Einheimische, die schnell helfen und den Weg zeigen. Ja, wir sind das letzte Mal da gestanden. Kiewa ist eine fantastische Stadt. Das, was man sich an der Seidenstraße vorstellt. Wir sind noch in die Stadt essen gegangen und etwas herumgelaufen. Unser Hotel war eine alte Mätresse, also früher mal eine Koranschule mit großem Innenhof. Am Morgen sind Rainer und ich dann nochmal los in die Stadt zum Fotografieren und danach zum Frühstück. Es geht im nächsten Teil weiter mit Usbekistan. Buchara, Samarkand und Taschkent kommen dann noch. Es würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, ob euch dieser Teil gefallen hat. Come guide, get you to